Achtung, es folgt ein langweiliges Video, ungeschnitten und einfach nur langweilig lang, weil ich keine Zeit habe, jetzt da ein richtiges Video draus zu machen. Kommt nächste Woche. So, mein Centauri Starlifters, nee Quatsch, von der Centauri Starlifters Blaze Playing Corporation, das Omicron Futuria ist fertig. 3 Aufgaben, 6 Varianten. Diese Variante hat Crew und Cargo, 4 Tonnen. Einfach nur sinnlos irgendwas zusammengebaut. Für einen 80 Kilometer Orbit kann es eine Raumstation andocken. 2 andere Varianten haben Tank, Oxidizer und Fuel, der eine nur Fuel. Und dann eine andere Variante mit 3 von diesen Crew-Kabinen und ein bisschen mehr Treibstoff, damit es aufs Gewicht kommt. Ein Startgewicht von 46,4 Tonnen und dann habe ich die... Dann habe ich das noch ein bisschen optimiert. Hier ist einmal mit 9 Tonnen. Da darf man sich schon keine großen Fehler erlauben. Man braucht hier eine Geschwindigkeit von 1200 Metern pro Sekunde, bei dem anderen nur 1100. Hier ist der Treibstoff schon ein bisschen reduzierter und darf auch nicht zu schnell werden. Also 1250 ist zu schnell, dann fallen diese Flügel ab. Aber ich habe es noch weiter optimiert. Das total optimierte Single Stage to Orbit Variante 10.500 Professional, heißt nicht umsonst Professional. Hab's jetzt von 3-mal einmal in den stabilen Orbit geschafft. Und dann starte ich mal die Kiste. Wird jetzt ein Demonstrationsflug, nicht gerade besonders spannend. Wem es nicht interessiert, der kann halt ausschalten. Ne? Ich werde irgendwann später mal bessere Videos dazu drehen und vor allen Dingen Tutorial. Ne? Und ich werde es auch nicht allzu viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Oh ja, ein bisschen kann ich ja doch mal reden. Also, ich muss jetzt erstmal mit 30 Grad steigen. Fang dann so ungefähr ab 8000 Metern an, langsam die Nase zu senken, bis ich bei 10.000 erreicht bin. Okay, er kommt jetzt langsam vom Kurs ab, wie man sehen kann. Jetzt kann ich den Kurs noch korrigieren. In größeren Höhen nicht mehr. Beziehungsweise, da muss ich Geschwindigkeit sammeln, da darf ich das einfach nicht. Allein das wird mir jetzt schon wieder ein bisschen Treibstoff gekostet haben, der mir später zum Rückflug fehlen könnte, ne? Also hätte ich langsamer die Nase heben sollen bis 30 Grad. Aber gut, jetzt ist es soweit. Okay. Durch die Wolken durch. Geschwindigkeit fällt. Man darf auch nicht ruckzuck auf 10 Grad runter, sondern Stück für Stück, damit es dann die Engines beschleunigen. So, ich fange jetzt schon mal an. Man sieht, jetzt beschleunigen sie, jetzt kriegen sie mehr Power. Ein kleines bisschen Richtung korrigieren. Ich darf auch nicht unter 10 Grad, sonst steigt die Kiste ja nicht. Das ist jetzt knapp. Nochmal ein Tipp. Ein bisschen. Eine leichte Schieflage, ich hoffe, das geht. Über 500 Trust gehabt? Oh, leck mich am Arsch. Mal sehen, ob sie Teile durchhalten. Diese Flügel hier an der Seite, die Sharkwing-Dinger mit Treibstoff, die werden schon längst ab. Oh, das wird ziemlich knapp, ne? Alter Schwalder. Ah, die Geschwindigkeit, das sieht gut aus. Fabelhaft.
Also. Mir fällt gerade ein, ich habe den Ton sehr laut. Weiß gar nicht, ob er mich überhaupt verstehen kann. Aber was soll's. Das hat also schon mal wunderbar geklappt. Ich darf immer noch keine Kurskorrekturen vornehmen oder die Nase senken, weil es muss steigen. Das steigt automatisch langsam. Ihr seht, ich habe bei 10 Grad begonnen. Wir sind jetzt schon bei 20 Grad, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo sind wir denn? Alles klar. Ich brauche eine Apoapsis von knapp über 70. Nicht mehr. Nein, mehr nicht. Nein. Das hier sind ein paar Versuchsobjekte, die in Orbit sind. Das ist von dem 9000er die Fracht. Das hier ist das 10500er und die Fracht. Okay. Ist immer noch überhitzt. Aber die Lampe ist eh nicht teuer. Kann man beim nächsten Mal reparieren. Aber nichts ist kaputt gegangen. Passt, so soll es sein. Okay, es könnte jetzt bald soweit sein. Ich senke schon mal ein bisschen die Nase. Einmal antippen. Oh, ist gleich ganz runtergegangen. Geschafft und stopp. So. Schauen wir doch nochmal. Wie sieht's aus mit dem Widerstand? Gar keiner. So passt es. Ja, ne? Wüsste gar nicht, was soll ich jetzt noch erzählen? Was mir vorhin mal aufgefallen ist, was ziemlich cool aussieht, das hier. Wenn ich im. Nö, ja, jetzt nicht. Ach ja, von der anderen Seite so. Körben reinzoome. Sieht irgendwie cool aus, oder? Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ne, wo bin ich? Ach, hier bin ich erst. Gut. Okay, nochmal kurz die Nase senken, um keinen Luftwiderstand. Ah, gibt's sowieso nicht mehr in der Höhe. Kein Luftwiderstand zu erzeugen. Also man sieht, ich habe hier das Cockpit weggelassen. Ich habe die Crewkabine weggelassen, weil das alles Gewicht ist. Und deswegen ist auch das Single Stage so lang. Das Spaceplane ist so lang, damit es auch nachdem die Fracht raus ist, nachdem der ganze Treibstoff verbraucht ist, die Masse vorne hat. Ich habe da schon mal Tests gemacht. Ich bin rückwärts eingetreten und trotz des SAS an war, ist es umgedreht. Komischerweise habe ich jetzt einen höheren Orbit, als ich gebrannt habe. Keine Ahnung warum. Gleich ist der Weltraum. Ich weiß gar nicht, ob man mich vorhin verstanden hat, weil da der Ton so laut war, habe ich auch schon gesagt. So, noch ein paar Minuten, dann ist der Weltraum erreicht. Zeitbeschleunigung mache ich ungern in der Atmosphäre. Okay, jetzt können wir gleich brennen. Erstmal Solar aufmachen, weil die Engines kein Dingens erzeugen. Kein Strom. Okay, jetzt genau und los. Nochmal warten. Jetzt wackelt es so, mal ein bisschen gegensteuern. Das ist bei dem anderen schöner Luxus, da hätte ich RCS einschalten können, dann wackelt das einfach nicht. Da funktioniert das wunderbar. Okay, nochmal brennen. Warten, bis ich rankomme. Nicht so schnell, Zeitbeschleunigung. Brenn jetzt. Komm schon, Baby, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Oh, geschafft. Meine Güte. Hahaha, ist das geil, Mann. Wie viel Treibstoff habe ich noch? Hui, ganz schön viel. 26 Oxidizer, ohne Scheiß. Neuer Rekord? Gut, ich habe einen neuen Geschwindigkeitsrekord. Das würde sogar von D-Orbit reichen, da brauche ich das ja gar nicht. Da gehe ich mal aus Spaß auf dem 80 Kilometer Orbit. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Zeitbeschleunigung. Beschleunigung der Zeit. Das Video ist bestimmt so langweilig. Ich schalte mal die Bewertungen aus. Es soll einfach nur ein Demonstrationsflug sein und kein Video, was gefällt. Da wird's richtig schön langweilig, wo zeige ich noch die Landung. Und werbe dabei, was zu trinken machen. So, schauen wir mal ein bisschen. 80 Kilometer Orbit. Och, nicht schlecht. Neuer Rekord, neuer Rekord. Wie viel Treibstoff habe ich noch? Ist hier eigentlich noch was drin? Nee. Da habe ich nie was gehabt. Komm schon, 90 schaffen wir noch. Oder sagen wir 85. Wie viel habe ich noch? Immer noch sehr viel. Und jetzt? Machen wir mal 87. Ja, passt. Optimal, optimal. Jetzt muss ich mich wieder drehen. Eine volle Umdrehung machen. Ich bin so faul, um den Knopf zu drücken, deswegen schalte ich SAS aus und schalte es gleich wieder ein. Biung. Na gut, ich will sie mal nicht übertreiben jetzt, das passt schon. 87 Kilometer Orbit. Ja, ja gut, mehr schaffe ich auch nicht. Gut, dann ach nee, jetzt gehe ich wieder zur Sonnenseite hin. Schöne Umdrehung, ne? Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Ah ja, die Räder sind so weit hinten, weil das Gewicht so, was wollte ich jetzt sagen? Center of Mass ist im leeren Zustand, nämlich hier hinten. Deswegen sind auch die Räder hier hinten. Im vollen Zustand ist es weiter vorne irgendwo hier, was weiß ich. Gut, dann wollen wir mal die Fracht rauslassen. Mit 5 kann ich ein Cargo öffnen. Das ist einfach eine sinnlos zusammengebaute Fracht. Hauptsache ich habe die Tonnage, mehr und mehr ging es mir nicht. 10,5 Tonnen. Ich hatte mal irgendwann mal gedacht, 8 Tonnen schaffe ich, wenn ich es optimiere und dann gleich 10,5. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. So, ich habe hier alles gesperrt, wie man sehen kann, alle Tanks. Und dann mache ich die da mal frei. Die sind auch gesperrt, wie man sehen kann. Ich habe das Toggle-Ding jetzt ausgeschalten. Ja, hatte ich ausgeschalten, gut. Dann drücke ich 6, dann wird es abgestoßen. Drück den Knopf rechts neben SZ, RCS ein, I für hochfliegen und raus mit den Dingen. Und wie man sehen kann, 10,5 Tonnen. Die Strukturdinger hier haben ja auch nochmal 100 Kilo gewogen, ne? Die Verbindungsstücke. Es dreht sich sehr langsam. Man könnte damit auch ein sinnvolles Raumschiff bauen. Ein kleineres oder was weiß ich. Aber ich lasse es einfach mal hier drehen.
So. Fracht wieder schließen. Was wiegt es jetzt noch? Ah, ich habe 60, gute 60. Dingens. Fühl. Den Wiedereintritt zeige ich auch noch mit schön langweiliges. Damit fliege ich genau gegenüber zu von KSC. Hier ist der Flughafen und ich monte auf die andere Seite. Okay, wer bin ich denn jetzt überhaupt? Hier bin ich. Ah ja, gut, das passt. Das kann ich mir merken. Wie weit ist der weggeflogen? Kilometer, wie sieht's aus? Wunderschön, wunderschön. Ey, lass es einfach mal abbremsen und zur Erde. Ach nee, ich mach damit gar nichts. Gut. Wollen wir mal gucken. Ja, das könnte gehen. Da wollen wir mal. Das finde ich bei der Version 1.0 so blöd, dass sie das so gemacht haben. Dass man das jetzt schlechter erkennen kann. Ist das jetzt rückwärts? Ja, ne? Das Kreuz ist also schlecht. Oder ich muss an der Grafik noch was umstellen. Gut, wie man sehen kann, jetzt bin ich rückwärts. Jetzt muss das Wackeln aufhören, dann kann ich hier den Tank anklicken. Und dann mich in den D-Orbit brennen. Erstmal die Triebwerke wieder einschalten, habe ich ausgeschalten. Guck mal. Ja doch, braucht doch den ganzen Treibstoff. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Es war, glaube ich, zu viel. Naja, schauen wir mal. Zeitbeschleunigung. Ich werde es jetzt einfach mal so lassen. Nee, andersrum. Gut, jetzt sind ja die Triebwerke im Arsch. Nicht mehr zu gebrauchen. Ah ja, Solarpanel einfahren. Energie ist genug. So, ich lasse das Ding jetzt mal so. Wird jetzt rückwärts eintreten und obwohl SAS an ist, sollte es sich umdrehen. Gut, das habe ich bei dieser Variante noch nicht getestet, den Wiedereintritt. Es ist also ne, das Finale. Ne, ne? Ihr seid live dabei. Schön, langweilig. Ich hoffe, ihr habt euch ein Bier aufgemacht, sonst kann man das ja nicht ertragen hier. Ich hole mir erstmal was zu trinken. Saft. Muss was zugeben. Als ich letztens das Spaceplane Tutorial gedreht habe, da habe ich ein paar Bierchen gedruckt, deswegen habe ich auch so Mist erzählt. So, wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Die Überhitzung. Ach, das habe ich vorhin sogar euch gezeigt. Also wenn das so rot ist, dann ist es normal. Und wenn das langsam gelb wird, dann ist es überhitzt. Und das sieht da jetzt alles normal aus, ne?
Die Lampe auch hier, ja. Sieht normal aus. Noch so ein kleiner Tipp an Rande. Jetzt ist zurzeit Erdbeerzeit, ne? Schön Erdbeeren in den Mixer rein. Vanilleeis in den Mixer rein. Geil, so geil, ey. Das mache ich mir jedes Jahr, da freue ich mich immer drauf. Dazu einen schönen Kaffee, ne? Einen halben Liter am besten. Ich trinke mir gleich einen halben Liter. Ich habe so halbe Litertassen. So muss das sein. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, hier zu landen. Da reicht der Treibstoff auch nicht, aber schauen wir mal. Okay, man sieht, es bremst es ab. Ich will einfach nur mal demonstrieren, wie es sich von alleine umdreht. Boah, das wird jetzt bestimmt mega viel Geschwindigkeit abbremsen, oder? Ja, sieht man, ist logisch, ne? Hast du hier den Luftwiderstand bei den Flügeln und hier nicht. Obwohl Lift nur ein bisschen hinter Masse ist. Nur ein bisschen. Was dreht sich? SRS ist an. Ja, also, wieder Eintritt ist ein Erfolg. Welche Engine sind denn das? Gut, die ist schon mal ausschalten. Die Rapier und die Turbojet wieder ein. Weil ich damit den Turbojet fliege, weil die ja Energie erzeugen. Welche jetzt effizienter sind, weiß ich gerade nicht. Habe ich noch nicht probiert. So, ich... Habe ich noch eine realistische Chance? Nein. Wollen wir wenigstens auf festem Boden landen? Ja. Gut, gleich mal abbremsen. Soweit wie es geht. Brakes an. Ist es realistisch? Also, vielleicht sollte man hier abbremsen und um auf KSC zu kommen. Oder man sollte nicht den Mist machen, wie ich mit den rumdrehen. Mit meinen anderen Varianten, da habe ich noch so viel Treibstoff übrig, so viel Fuel, da kann man noch so weit fliegen. 300 oder so, glaube ich, war da übrig. Selbst bei der 9000er Variante ist noch ganz schön viel übrig. Den Luxus habe ich hier nicht. Ist aufs Gramm genau optimiert, kann man so sagen. Ich habe extra noch den Dreck unter den Fingernägeln weggemacht, ne? Damit es halt hochkommt. Ach ne, hoffentlich muss ich nicht im Meer landen. Ich höre jetzt mal auf mit Abbremsen hier. Ja, so ein Video zu schneiden, das dauert auch immer so seine Zeit. Musik aussuchen, schneiden, dies und das, tralala, gucken, bis mir gefällt. Das dauert immer. Manchmal verbringe ich da stundenlang, bis ich mal so ein Video fertig habe. Und da ich jetzt endlich mal das Ding veröffentlichen will. Ah, hier sieht man es besser. Das könnte gut ausgehen, ja. Aber es wird jetzt gefährlich mit der Geschwindigkeit. Muss langsamer werden. Jo, das schaffe ich auf jeden Fall. Das ist machbar. So, dann wollen wir abbremsen. Die Bremsen, die machen das richtig gut. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht von Kerbal Space Program 1.0. Ich hätte mir das schwerer vorgestellt mit dem Wiedereintritt, weil in Wirklichkeit können die sowas gar nicht bauen. Ne? Da bräuchte ich irgendwas, so eine Art Space Shuttle oder Buran, wo du unten deine Hitzekacheln hast und dann hinten die Triebwerke. Und nicht so wie bei 0.9 von der Form her und alles.
mal, sieht, wie langsam ich jetzt schon bin. Jetzt kommt nicht mal wieder Eintrittseffekte. Wenn ich jetzt nur so hochziehe und verliere schlagartig eine Menge Geschwindigkeit. Eigentlich schon die Nase senken, ja. Sinkflug gehen. Bisschen so rumschleudern, mal gucken, ob das aushält, die Belastungen. Ach, mir fällt gerade was ein. Die Räder sind Mist. Es sind zu eng zusammen. Hoffentlich kann ich auf dem Gelände landen. Naja, das nervt, schalte ich mal aus. Ich habe bei einem anderen Spielstand in der Raumstation, in einem 80 Kilometer Orbit, da habe ich so eine Crew-Variante hingeschickt, zum wieder auftanken. Habe ich nach Duna geflogen, alles wunderbar, konnte aber nicht landen wegen den Reifen. Einmal habe ich es geschafft. War ich schon bei 40 Metern pro Sekunde, aber dann bin ich halt rumgezogen, naja, dann ist das ganze Ding wieder umgekippt und dann war es aus. In der anderen Variante hatte ich mal, dass hier hinten noch ein Rad war und hier. Ich glaube, diese werde ich auch nochmal bauen. Oh, 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 jetzt muss ich hier hoch. Gucken, wo kann ich ihn landen? Jo, das passt, das könnte gehen. So, Fahrwerk ausfahren. Licht zur Orientierung. Aus Spaß, die Bremsfallschirme sind nicht wirklich notwendig. Und gucken wir mal, was geht. Nochmal kurz die Bremsen ausschalten, sonst werde ich zu langsam. Oh, schön sa. Das war ich zu langsam. Naja, gut. Da kannst du nur schmachen, wa? Hätte ich hier noch kleine Reifen, dann wäre das nicht passiert. Mal sehen, wird vielleicht später noch umgeändert. Gut, gut, also wer bis jetzt zugeschaut hat, hat wirklich Langeweile. Ich habe jetzt keine Zeit zum Schneiden. Also dann, ciao, adieu, adios.